Ich habe gesehen, dass mein Getriebezerlegungsvideo, das verlinke ich dir nochmal oben, dass mein erstes Video etwas unvollständig ist. Ich bin nämlich nicht bis ganz unten runter gegangen, oder doch, ich bin runtergegangen, aber ich habe es nicht gefilmt. Von daher habe ich mir überlegt, ich mache nochmal ein Video zum Thema Getriebezerlegen eines Makita-Schraubers. Und das mache ich aber sehr ausführlich. Also ich hab hier schon das Getriebe auseinandergebaut oder das Getriebe ausgebaut aus dem Akkuschrauber. Das war ein Akkuschrauber BDF 343. Der gefällt mir ganz gut, der Akkuschrauber. Der ist schön klein, leicht und angenehm in der Hand. Ist übrigens auch für Frauen, also für kleine Hände, ist der sehr gut geeignet. Nicht das. Also ich krieg keine Werbetantiem hier für dieses Video. Es ist keine Werbung hier. Aber es ist meine persönliche Meinung. Gut, dann fange ich mal an. Ach, verdammt. Ich habe kein Papier. Gut, ich habe erstmal ein Stück Papier geholt. Ich habe gesehen, die Zahnräder, also irgendjemand war hier schon mal bei. Das Fett ist nicht alt, das ist frisches Fett. Und ich stelle dich jetzt mal hier runter. So. Fangen wir mal ganz oben an. Hier liegt so eine Blechplatte drauf. Die kann man normalerweise einfach so runterheben. Ja, geht hier auch. Dann kommt schon die ersten drei Zahnräder. Das ist schon gleich die erste Stufe hier. Und da sehe ich jetzt, das Fett ist alt. Also irgendjemand hat da wahrscheinlich nur mal ein bisschen Öl reingesprüht. Die zweite Stufe schaltet nicht sauber, das heißt, springt wieder raus. Wenn dann ein paar Mal. So, mit diesem Ring hier, mit diesem Schalter, also hier oben ist ja der Schalter fest, da betätigt man dieses Außenrad. Das Außenzahnrad hier, das große. Und dann schaltet der Akkuschrauber vom ersten in den zweiten Gang. Das funktioniert hier bei dem nicht mehr sauber. So, ich nehme jetzt den ersten Außenkranz ab und bin jetzt an der unteren Stufe. Jetzt nehme ich mal diese Zahnräder hier raus, die kleinen. Also du kannst normal nichts falsch machen, wenn du mal so ein Getriebe zerlegst, einfach nur aus Neugier. So, ich habe jetzt die Zahnräder hier runter. Da kommt jetzt der Haltekranz von der zweiten Stufe oder von der ersten Stufe. So, und jetzt kommt da unten nochmal eine Stufe. Jetzt mache ich das so. Ich fasse hier an diesen Schiebeschalter an und heb das Außenzahnrad komplett raus und lege das vorsichtig hier ab. Das ist nur mit zwei Metallstiften gehalten, dieser Außenkranz, dieser große Außenkranz. Wenn der sich jetzt ein bisschen verdreht und fällt das auseinander und die Stifte könnten dir wegfallen, da musst du schon ein bisschen aufpassen jetzt.
So, jetzt nehme ich mal das erste Teil ab, das erste Stück von dem Gehäuse, weil ich sonst nicht weiter runterkomme. Übrigens das Lüftergeräusch, was du hier ab und zu mal hörst, das ist mein Heizlüfter. Ich würde sonst hier nicht arbeiten können, so kalt ist es heute. Und der Lüfter hält das hier ungefähr auf 10 Grad plus. Das reicht mir zumindest ein bisschen, um zu arbeiten. So, jetzt kannst du noch beigehen und machst dir eine Markierung auf das Gehäuse, damit du später das schnell wieder zusammenbringen kannst und weißt genau, dann weißt du genau die Stellung. Einfach nur eine Erleichterung fürs spätere Montieren. So, jetzt kannst du das abnehmen. Hier, das ist das Oberteil. Und dann sind wir schon wieder ein Stückchen weiter. Jetzt nehmen wir uns die nächsten Zahnräder raus. Ich weiß nicht, ob das nötig ist, bei diesem Getriebe alle Zahnräder rauszunehmen, zu säubern, oder ob einfach nur ein bisschen zu viel Fett drin ist, aber ich nehme jetzt mal, um auf Nummer sicher zu gehen, alle Zahnräder raus. Außerdem will ich dir das zeigen, wie das geht. So, der Ablauf ist immer derselbe. So, jetzt hier sind wir jetzt ganz unten. Hier ist an diesem Zahnradaufnehmer kein Zahnrad unten dran, sondern das sieht so aus. Das ist der Mitnehmer für das Bohrfutter. Und ich kriege das Zahnrad hier raus. Ja, das müsste gehen. So. Dieses Außenzahnrad ist nicht nur ein Außenzahnrad, sondern ist auch dafür zuständig, dass der Drehmoment oder dass die Drehmomenteinstellung richtig ist. So, da ist noch eine Scheibe drauf. Ich lasse das jetzt mal so zusammen. Und jetzt sind wir quasi ganz unten angekommen. Es ist jetzt so, hier liegen ein paar Kugeln. Die sind federgelagert. Wenn ich jetzt hier das Drehmoment verstelle, dann wird die Feder stärker oder schwächer. Und die Kugeln haben mehr Druck oder weniger Druck an dieser großen Scheibe. So, und hier unten, ganz unten im Grund, da stehen so ein paar. Ich brauche eine andere Pinzette. Da stehen so ein paar Rundbolzen hier. Die stehen einfach nur so rum. Und zwar zwei Stück, die stehen sich genau gegenüber. Und hier auf dieser Seite, da ist das eckig und die stehen genau an der Stelle. Moment mal. Ich nehme die beiden mal raus. So, und jetzt nehme ich auch noch mal das Stück raus hier. Dieses Stück ist hier innen verzahnt. Das sitzt direkt auf der Antriebswelle vom Bohrfutter. Und das ist, kann man es sehen? Ja. So sieht das aus. Und hier sind die Stellen unten und oben abgeflacht. Und genau da sollen diese runden Stifte
die runden Stifte hier, die sollen genau da stehen, wo die abgeflachte Stelle ist. So, jetzt zeige ich nochmal, jetzt sieht das so aus. Wenn ich jetzt hier drehe am Bohrvorder, dann siehst du, dass die Welle sich dreht. Wir sind also unmittelbar vorm Bohrvorder angekommen. Hier unten ist jetzt noch eine Lagerung, da gehe ich aber nicht drauf ein jetzt. Das sieht so gar nicht schlecht aus, das Getriebe. Ich werde mal ein bisschen sauber machen. Da hat jemand mit Öl rumgespielt und hat das, glaube ich, ein bisschen gut gemeint. Derjenige, von dem ich den Akkuschrauber bekommen habe. Gut. Du musst ein bisschen aufpassen. Hier sind ja Kugeln drin. Und ich meine, es sind zwei übereinander. Ich will das jetzt nicht hier alles auseinanderbauen, weil dann fliegt mir das hier alles durcheinander. Und es ist hier nicht besonders sauber im Moment bei mir. Aber bei den Kugeln, da brauchst du gar nicht beigehen. Lass es einfach alles so, mach ein bisschen sauber, vorsichtig, mit dem Lappen ein bisschen aufpassen hier mit den Kugeln, dass sie nicht rausfallen aus dem Loch. Und dann alle Teile ein bisschen reinigen. Jetzt geht's schon ans Zusammenbauen. Ich habe ja nochmal so eine schöne Dose Fett. Auch Geschenke gekriegt. Also die Finger werden schmutzig dabei, das ist ganz klar, das ist altes Fett. Ich werde das erstmal alles ein bisschen abwischen hier, das ist, klebt alles aneinander. Soll natürlich auch nicht trocken laufen, so ein Getriebe, das ist ganz klar. Mit Fett, ein bisschen Fett muss immer da ran. So. Das hier sieht besonders eklig aus. Also du kannst auch nichts kaputt machen, das ist alles Stahl und gehärtet, zumindest Oberflächen gehärtet. Wenn du da mal ein bisschen mit dem Lappen beigehst, passiert da gar nichts. So, die Zahnräder sind wieder ein bisschen wenig gefettet, das ist ganz eigenartig. Irgendwie war da jemand bei, der nicht so viel Ahnung hat vom Getriebe. So, dann mache ich erstmal diese Stufe wieder zusammen. Hier gibt es auch keine Richtung, wie man das jetzt wieder einbaut. Wichtig ist, diese Seite muss zu den Kugeln zeigen. Achso, Moment, wir machen erstmal. Erstmal baue ich den hier wieder ein. Diesen Mittennehmer.
Hier wird einfach nur raufgesteckt. Dann kommen die kleinen Stifte rechts und links, beziehungsweise im 90-Grad-Winkel zu den anderen mitnehmen. Na, komm her. Sag mal, der will da nicht rein. Oh, was kalt ist das hier. So. Jetzt mache ich da ein klein bisschen Fett dran. Ne, das mache ich nicht daran. Das mache ich an dieses. An dieses Teil mache ich jetzt ein klein bisschen Fett dran. Das ist schon zu viel. Ich nehme das ein bisschen ab wieder und mache das mal hier ran. Ach so, kannst du gar nicht sehen. Sag doch Bescheid, wenn du nicht gucken kannst. So. Ich setze das jetzt wieder so zusammen.